Doppelbrüche. Ich habe das nochmal extra gemacht, weil ich habe das immer wieder in den Gleichungen lösen und solchen Videos dargestellt. Aber Doppelbrüche, liebe Leute, nochmal explizit dafür. Wenn da steht, ich habe es extra farbig gemacht, 2/3 geteilt durch 4/5, dann tut euch selber den Gefallen und schreibt es nochmal so hin. Das habe ich hier in dickerer Schrift gemacht. Schreibt es einfach nochmal, denn das bedeutet nichts anderes als durch. Dieser dicke, große Bruchstrich ist ein geteilt durch. Und wir wissen alle, dass wir das dann so umformen müssen, indem wir nämlich den Divisor umdrehen, also das Reziproke davon bilden und damit dann mal nehmen. Aber nur den umdrehen, nicht den hier auch. So, Anwendung in der Praxis, ganz typisches Beispiel. Nehmen wir mal an, das ist jetzt für die, sagen wir mal, größeren. Ich habe eine Beschleunigung von 10 Meter pro Sekunde und eine Geschwindigkeit V von 25 Meter pro Sekunde. Pro Quadratsekunde hier, ne, Sekunde mal Sekunde und hier so. Und ich suche T. Wenn ich mir die Formel dann umgestellt habe, ich habe es dann wieder farbig gemacht, komme ich drauf, dass ich T ist gleich V durch A nehmen muss. Wenn ich das jetzt einsetze, hier sieht man es, dann tut euch den Gefallen, so wie hier, schreibt es nochmal um. Also ich habe das hier nochmal extra umgeschrieben, nämlich die 25 Meter pro Sekunde geteilt durch 10 Meter pro Sekunde. Und Achtung, wenn ich jetzt den Divisor umdrehe, dann muss die 10 auch mit nach unten. Danach, dann kann man kürzen, vorher nicht. So, dann kommt raus 2,5 Sekunden. Machen wir das mal nochmal ein kleines bisschen konkreter. An einem typischen Beispiel, 7. Klasse, ich habe eine Dichte von Gold, ich runde die mal, ich sage mal einfach 19 Gramm pro Kubikzentimeter. Ich habe eine Masse von 78 Gramm, ich möchte aber V haben. Jetzt habe ich, so wie vorhin schon, die Formel mal umgestellt. V, das Volumen, ist M durch Rho. Rho, die Dichte. Jetzt setze ich ein und jetzt geht der Ärger los. Jetzt muss ich ja konkreterweise hinschreiben, Gramm pro Kubikzentimeter. So, jetzt sage ich, durch ist mal. Also ich würde. Ich sage aber gleich, warum das so ist. Ich würde V 78 Gramm einsetzen und jetzt durch 19 Gramm durch. Hier, erstes durch, der dicke Bruchstrich. Oh, das ist er weg. Der Bruchstrich durch. Nochmal durch. Kubikzentimeter ist mal, sage ich immer gerne. Also kommt mal, schreiben wir immer auf den Bruchstrich, kommen die Kubikzentimeter hoch. Das ist jetzt kein Problem, hier kann ich kürzen, das sind 4 und die Grams kann ich auch rauskürzen, also V müsste dann 4 Kubikzentimeter sein. So, bis dahin. Jetzt nochmal ausführlich. Wenn ich das so gemacht habe und ich komme nicht klar, ja dann Herrgott nochmal, dann schreibe ich es um. V ist also 78 Gramm und jetzt durch 19 Gramm pro Kubikzentimeter. Ich kann also auch den Bruchstrich hier verlängern, ne? Pro Kubikzentimeter. Wenn ich das jetzt entsprechend wieder umdrehe, dann komme ich auf V ist 78 Gramm mal und jetzt, Achtung, Kubikzentimeter rutschen nach oben, Gramm und die 19 rutschen nach unten und ich kann jetzt, weil ich mir immer denken kann, warte mal, das mache ich mal in Grau, kann ich mir immer denken, hier steht noch Eintel, also kann ich jetzt hier die Grams rauskürzen und Eintel, das kann ich mir schenken. Den Bruchstrich zu einem gemeinsamen Bruchstrich machen. Die 19 und die 78 gehen beide durch 19. Hier bleibt 4, hier bleibt 1. Und ich komme also auf das Gleiche. Noch ein Beispiel schnell. Nehmen wir mal an, es ist so gegeben. Ich habe eine Geschwindigkeit von 25 Meter pro Sekunde, eine Strecke von 500 Metern. Ich habe mal ganz einfache Zahlen genommen und sage, ich möchte also T ermitteln. V ist S durch T. Ich habe mir die Formel umgestellt, komme bis hier an diese Stelle hier. T ist also S durch V und jetzt geht es im Allgemeinen los. Wie mache ich weiter? Ich hatte gesagt, 500 Meter, ne, S, die Strecke, die schreibe ich unten drauf, und oben drauf. Und jetzt geht es los. 25 durch 25 Meter, durch ist mal, also kommt eine Sekunde hoch. Und jetzt ist der Rest wieder einfach. Also, durch 25 gehen beide, hier ist es einmal und hier ist es 20 Mal. Also müsste ich 20, da sich die Meter auch rauskürzen, Sekunden brauchen, mit der Geschwindigkeit um 500 Meter zurückzulegen. Nochmal die Probe. Wenn ich 50 Meter durch 25, 50 durch 25 teile, dann habe ich 2.
Und wenn ich 25 Meter pro Sekunde zurücklege, in jeder Sekunde, also 25 Meter, brauche ich für 50 zwei, also müssen das die 20 sein. Ich hoffe, es hilft, Leute. Wie gesagt, macht euch das Leben einfach, schreibt lieber eine Zeile mehr, denkt hier dran und macht es zum Beispiel so wie hier, indem ihr sagt, okay, dann schreibe ich den ganzen Kram eben nochmal um. Hier, von hier in die Form umschreiben, dann nochmal umschreiben. Das ist auf jeden Fall sicherer, als wenn ihr einfach sagt, ja, mache ich alles und haut euch dann selber ins Knie. Dieses durchs Mal, jetzt, ich bin schon alter Mann, ich kann das mittlerweile so aus dem Hut. Aber Leute, nehmt nicht unbedingt den kurzen Weg durchs Mal, erst wenn ihr wirklich sicher seid, sondern schreibt es nochmal um. Alles umdrehen, 19 Gramm nach unten, Kubikzentimeter nach oben und so weiter. Hier genau das Gleiche. Ich habe hier die Kurzform gewählt. Ihr müsst jetzt nochmal umschreiben. Macht die Übung selber nochmal mit diesen Zahlen. Also ab dieser Stelle hier übt das nochmal. So, naja, das gehört auch mit zum Thema Bruchrechnen, deswegen werde ich das dann auch hier in die entsprechende Playlist mit reingetan haben. Ich werde dann hier unten in diesem Bereich hier die Verweise oder hier drüben Verweise entsprechend machen. Ich hoffe, es hilft euch. Also viel Spaß, Spaß dabei, wenn ihr dann sagt, juhu, ich hab's verstanden.